Willkommen zur heutigen Ausgabe von WRC Generations. Diesmal füge ich keine Rallye mit an, sondern wir ein bisschen reden, und zwar über das, was mal wieder die Woche passiert ist hier in den Leaderboards und natürlich auch heute. Bei dieser Strecke ist es ziemlich einfach. Ich kenne mich sehr gut aus. Ich kann die sehr, sehr gut fahren. Ich habe sie schon einige Mal gewonnen. Und da kommen wir jetzt auch schon zum Thema den Zeiten. Was ich sagen kann, ist, dass Olber 6955 nicht mit dem vorgegebenen Fahrzeug gefahren ist, nämlich dem Fiesta Rally 3, sondern mit einem Rally 1 Fahrzeug. Dasselbe betrifft den Andreiner. Der ist mit einem Rally 2 Fahrzeug gefahren, genauso wie der und genauso wie der. Wie komme ich jetzt da drauf? Naja, es ist halt ein Frontantrieb mit 200 PS. Der Motor sitzt vorne, keine Driftfähigkeit oder irgendwie irgendwas. Dieses Fahrzeug ist nicht in der Lage, von alleine diese Zeiten zu fahren. Und das ist nicht weit hergeholt. Wie gesagt, ich bin diese Strecke schon sehr, sehr oft gefahren, sehr, sehr oft hier in den Ligen. Da kann ich dann jetzt einfach mal zeigen, wie so meine Zeiten dazu aussehen. Da füge ich jetzt einfach ganz stumpf in die Ranglisten rein. Zup, zup. Leaderboards. Gucken wir uns mal die erste hier aus. Bei Finnland. Ja, das Menü ist scheiße, denn es ist das Menü für die Konsolen. Also es wird überall nachgeladen. Ah, war ja Reverse. Und jetzt gehe ich einfach mal auf die Ghosts. Und wie man sehen kann, diese Zeiten, das sind die Rallye 1 Zeiten. Wie man so fährt. Das hier sind die Rallye 2 Zeiten bis auf den Lenza Evo. Das ist eine ganz alte Zeit von mir gewesen. Das war ein Event Regen oder Sturm, ich weiß das gar nicht mehr genau, ist schon 4 Wochen oder 5 Wochen her, wenn nicht sogar mehr. Und da kommen wir dann zum Hier ist der Rallye 3, das ist das Fahrzeug, womit gefahren wird, 5:35. Da war ich etwas schneller um 3 Sekunden, wie die Zeit, die ich jetzt bei dem Event gefahren bin. Und die lahmste Karre, die ich hier jemals gefahren bin, das ist halt der Lancia. Geht ja auch nicht anders, 175 PS, Heck, Geschwindigkeit 130 oder so. Hier ist es ja nun nicht viel mehr rauszuholen. Also wie man sehen kann, es stimmt hier etwas gewaltig nicht. Diese Zeit und diese Zeit, die bin ich übrigens neu gefahren. Die hat sich sehr stark verbessert. Die andere Bestzeit von den Toyota Yaris war eine 5,9, also etwas schwächer wie die. Von den dreien setze ich das Replay, also lade ich so die nächsten Tage mal hoch, damit man das mal so sehen kann, wie ich da gefahren bin. Also man kann hier an den Listen einfach sehen, es ist nicht möglich. Also es ist tatsächlich für dieses kleine Fahrzeug nicht möglich, Zeiten wie ein Rally 1 Fahrzeug zu fahren. Und man sieht ja hier, ne, 5:00, der andere hatte eine 4, ich weiß gar nicht mehr, was er da hatte. Der Zweitplatzierte, der lag hier in den Rally 2 Bereich drin. Und dann fängt es ja auch schon an, wieder Schnack abzunehmen. Mit dem Fiesta 3 bekommt man bestimmt noch eine 5:27 hin, wenn man perfekt fährt. Und dann hört es dann aber auch schon auf. Weil hier sind wir dann im Rally 2 Bereich. Die Fahrzeuge haben alle eine bestimmte Anzahl an PS. Die Rallye 1 Fahrzeuge haben zudem noch das Hybrid-System, was die ja viel schneller fahren lässt wie die Rallye-Bolinen vom letzten Jahr. Das ist jetzt hier dieser hier. Das ist hier der vom letzten Jahr und so weiter. Und hier ist der Ford Rallye 2 und der Skoda Fabia vom letzten Jahr. Gibt es dazu nicht zu sagen, außer dass ich das ziemlich scheiße finde, dass die Ranglisten überhaupt nicht kontrolliert werden und dass das, also selbst das dümmste Anti-Cheat-Programm müsste erkennen, da stimmt irgendwas mit den Zeiten nicht. Ich bin jetzt vom 3. Platz auf den 5. Platz abgefallen, werde, wenn morgen das komplette Ranking kommt, werde ich derbs abgewertet werden. Ich denke, ich werde so
Wenn es gut läuft, werde ich die Woche auf den 10. Platz abschließen. Wenn es ganz schlecht läuft, ich gehe eher, wenn man die Gesamtgruppen zusammenzählt, ich glaube, das sind 4 oder 5 Stück, so 15., 20. Platz jetzt von allen. Ich meine, ich bin ja schon von der Profiliga innerhalb eines Monats auf Rookie zurückgefallen aufgrund des Cheatens. Man kann also nicht, wenn man nicht schummelt, nicht da mehr mithalten. Oh, das Ergebnis werde ich dann morgen früh sehen. Und ja, wie gesagt, ich lade die Replays hoch von den drei Replays, die ich da jetzt für mich selbst gefahren bin, nochmal zur Kontrolle. Wenn euch das Video hier gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Like da, ein Abo oder auch einen Kommentar. Ihr könnt durchaus hier kommentieren. Hat hier jeder so seine Meinung zu. Also den Erstplatzierten hier auf der Dings, der ist auf dem 7. Platz. Ist plötzlich so stark, meilenweit vor allen anderen. Weiß ich, was man da machen kann. Macht es halt immer uninteressanter, den E-Sport, weil das ist ja ein offizieller E-Sport von WAC. Das wird ja auch beworben, wenn man bei denen auf die Webseite geht. Dann ist das hier ihr E-Sport. Und weder die WAC, also die FIA, noch Nacon, noch der Hersteller interessiert, was hier los ist. Sehr schade. Und damit verabschiede ich mich. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal.